very excited to introduce Walter Pfeiffer and Martin Jäggi. And when we invited Walter to give a talk at the school, he was like, yes, but only on one condition, if Martin joins me. So we made it happen. And so Walter is a Zurich-based photographer, video artist, illustrator, who's been making work since the 70s. Early 70s. Early 70s. He was born in 1946. Mm. And I will just read this one sentence out loud. So he started photography in the 1970s without any technical ambition, but the will to provide a new visual vocabulary for beauty, eroticism, and freedom of life. Voilà. And Martin Jäggi is a curator and a writer and a docent here at the ZHDK. And he published numerous texts on photography in magazines, books, etc. And he co-curated a solo exhibition of Walter Pfeiffer in the Photo Museum in Winterthur a couple of years ago, and also worked on several books with him. So on all the books. All the books. Almost all the books. So it's a pretty good combo. Voilà. Und das Ganze wird auf Deutsch stattfinden, auf Hochdeutsch. Und nachher gibt es noch eine Q&A mit Mikrofon. Ja. Okay, danke. Bitte. Can you close the door? Könnt ihr die Türe vielleicht schließen? Geht das nicht? Bleibt die offen? Also was hast du uns hier heute mitgebracht? Also eigentlich muss ich sagen, es ist nicht, wie ich auch schon gemacht habe in früheren Zeiten, eine Schau da, ich bin geboren eben, Sie haben es jetzt gehört, und dann machte ich das und das und das und das. Eigentlich möchte ich hier hat es ja Studenten, glaube ich, aus dem Nähkästchen, aus dem Leben, aus dem Beruf oder was es immer ist, erzählen, dass ich eigentlich erst, sagen wir, seit knapp 14 Jahren es in diesem Maß mache. Vorher war ich eine Person, die gar nicht existierte in dem sogenannten professionellen Umfeld. Das kam erst viel später, eigentlich jetzt kurz vor Schluss, nochmal ein Feuerwerk sogenanntes. Ja? Ja, also hier, das ist ja eigentlich ein Bild, das ist aus deiner Wohnung, also nicht deiner jetzigen, aber einer alten Wohnung, das ist eigentlich sehr typisch für dich. Deine Wohnung ist immer super aufgeräumt, aber es gibt eine Wand, wo immer überall Bilder gepinnt sind, eigene und fremde. Und man könnte ja von dir ein bisschen sagen, dass du nach Bildern süchtig bist. Ja, eigentlich habe ich es so gemacht. Im Moment geht es gar nicht mehr, habe ich einfach aufgehängt, weggenommen, neu. Und jetzt ist es so, dass ich es lasse teilweise und überhänge, dass es immer schlimmer wird und ich wirklich jetzt dann gezwungen bin, das mal wieder fertig. Aber es hat zu tun mit dem Scrapbook, ist alles in der Bibliothek übrigens, alle Bücher sind hier oben in der Bibliothek, darum nehmen wir auch keine Sachen, die in den Büchern sind, sondern das hat zu tun mit dem Scrapbook. Eigentlich könnte ich schon wieder anfangen zu kleben, aber die Zeit ist völlig anders. Es war natürlich vor dem Internet, da hatte man noch Zeit, um sich zu beschäftigen. Jetzt darf man ja tippen mit einem Finger und dann ist es schon wieder Abend. Wir können vielleicht anfangen. Eben, wann hat eigentlich so deine Bildersucht, wann hat das begonnen? Ganz am Anfang schon, als ich diese kleine Polaroid-Kamera kaufte, die ganz, ganz kleine, eigentlich nur als Zeichnungsvorlage, weil ich habe ja, wie man weiß,
kurz nach der Schule, da ist man ja meistens, weiß man nicht, was machen. Man wird rausgeworfen aus dieser schönen Atmosphäre mit all diesen vielen ähnlichen Studenten. Und dann kann man schauen, wie es weitergeht. Dann bin ich mit der Mappe, ich hatte so Zeichnungen gemacht an der Schule, auf die Redaktionen hier. Und die haben mir sofort einen Auftrag gegeben. Und so habe ich meine damalige Freundin oder Freunde einfach mit der kleinen Kamera, weil ich kein Geld habe, abgeknipst und da als Vorlage zum Nachzeichnen. Und da habe ich angefangen, oder auch schon immer in Magazinen aus mit der Schere ausschneiden, das ist ein schönes Foto. Früher war das noch viel weniger großes Feld, weil es war nicht so wie jetzt so viele Hefte und man hat das Internet und so weiter. Und habe das gesammelt. Das würde ich vielleicht als bildersüchtig. Und war das immer dein Traum, mal in Zeitschriften zu publizieren? Nein, eigentlich wollte ich lieber meine, weil ich dann angefangen habe, zu directing oder den Regisseur zu spielen, weil ich natürlich total filmsüchtig war und so viel ins Kino ging, weil eine meiner großen Musen hatte einen Freipass und so gingen wir bis zu dreimal am 3 in die erste Vorstellung, am 5 in die nächste und abends nochmal, weil es und dann vielleicht zu Hause noch auf den kleinen Fernseher schwarz-weiß als Abschluss. Aber das sind die schöne alte Zeit, was man ja auch hier sieht. Jetzt gehen wir vielleicht in die Achtung. Jetzt gehen wir vielleicht in die Neuzeit. Da sind wir noch nicht ganz in der Neuzeit bei diesem Paket. Jetzt ist gut. Ja, das ist eigentlich auch so. Leider kann man das heute nicht mehr machen. Ich habe immer meine dreckige Wäsche meiner Mutter geschickt. Und früher konnte man solche Pakete noch auf der Post aufgeben. Leider geht das heute nicht mehr. Gut, aber wenn man sieht, du bist jetzt ein ganz... Hier sieht man deine Liebe zur klassischen Schönheit. Ja, eigentlich ist auch die Fotos, die wir jetzt zeigen, ist natürlich alles angewandt, die irgendwo erschienen sind, neu, vielleicht vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, aber es sind alles Sachen für Magazine, für Kalender, das war für den Putt-Kalender. Wenn man mal was gemacht hat und es ist nicht so schlecht, dann kommen immer mehr. Aber das geht ganz langsam und es kommt auch darauf an, in wo man das macht. Wenn man es natürlich irgendwo, wo es niemand sieht, geht das noch viel länger. eigentlich. Es war in der Nacht, diese Aufnahme, mein Assistent damals hatte einen Schlüssel für diese Schau, die ist jetzt, glaube ich, in den, wo die Künstler, die viele sind schon gestorben, ich habe viele noch gekannt, die haben in dem ehemaligen Güterbahnhof eine Ausstellung mit ihren Werken. Es war für mich ein bisschen trist, weil man weiß ja, wenn man tot ist, das hat schon der große Elijah Kazan gesagt in einem Interview, dass man 5 Minuten später schon vergessen ist. Vielleicht geht es nicht 5 Minuten, aber es ist nun einfach so. Und da konnten wir hin und ich sah dieses schöne Ding und da haben wir natürlich gearbeitet. Aber was für mich immer wichtig ist, ist der Set oder wie sagt man, die Umgebung. Ich schaue mir auch jetzt nie vorher an, wo ich hinkomme, sondern ich gehe einfach und dann fängt es an zu laufen. Was ist das blödes Zeug? Was? Okay. Geht's? Ja. Gut, eben hier sehen wir dich schon mit einem relativ berühmten Modell. Also du bist eine ganz andere Liga aufgestiegen. Wie arbeitest du mit diesen Geschöpfen ist ja zusammen? So, ich war letzthin im Radio bei Schawinski und da hat er mir, was mir nachher durch den Kopf gegangen ist, gefragt, wie kann man das in deinem Alter mit diesen Jungen
Und ich muss Ehrlichkeit sagen, dass das nie ein Problem ist für mich, weil eigentlich bin ich immer nur mit Jungen zusammen gewesen und bin immer noch. Und das sind Modelle eigentlich und das sind Profis. Es ist, ich habe einfach bemerkt, dass am Anfang sind sie so, und dann sehen sie, wie ich arbeite schnell, wir haben keine Zeit. Vielleicht an dieser Schule, wenn jemand sich noch für Foto interessiert, wer weiß, sollte man lernen, auch auf Zeit, dass man, man kommt morgen um 8, außerhalb von London war das, da muss man früh aufstehen und um 8 Uhr geht's los. Sie sind schon dort, die werden geschminkt von dem Besten, von the best of the best. Und dann muss man am 7 Uhr, muss es fertig sein. Da gibt es nicht, wir verlängern noch, weil die haben, das war in einem Architekturhaus, das wird gemietet. Und sie ist mir wie fast alle am Schluss um den Hals gefallen, gesagt, Walter, anytime with you. Aber das hat zu tun, weil sie, weil ich wirklich wieder zurückkomme auf dem Directing. Es gibt nichts Schlimmeres als schlechte Modelle, die für mich die Skala, die sie vielleicht an der Modellschule, gibt es das? Fotomodellschule, wer weiß, gibt es vielleicht auch schon. Die machen dann ihre Zeug, das müssen sie bei mir gerade vergessen, sondern ich sage so und gehe nach links, gehe hinauf, gehe runter, Directing. Und so, das lieben sie eigentlich, die Guten. Eigentlich alle lieben das. Gut. Das ist eigentlich, ich liebe ja das zu arbeiten. Ich könnte nonstop ohne Pause, leider geht das nicht mehr bei mir immer. Manchmal sind die Nerven blank. Aber auch hier gilt, wir gehen hinaus irgendwo und machen was. Nicht vorher diskutieren, bitte keine Diskussionen. Ich hatte das in letzthin, wo es um Geld ging eigentlich, was ich wenig mache, da ging es wunderbar. Auf einmal kamen dann die Jungdesigner, da habe ich das angefangen und die sagen, oh, können wir nochmal und nochmal und nochmal. Und da läuft die Zeit und du bekommst unter Druck, du kommst unter Druck. Gut, hier haben wir nochmal ein Star-Model. Also es war ein Star-Model. Es war auch so, das dürfte ich vielleicht auch wieder für die Jungen, die sich vielleicht nochmal anders überlegen und keine Künstler werden, sondern vielleicht harte Fotografie betreiben. Harte Fotografie sage ich dem, weil ich kann nicht schöne Fotografie machen. Erstens mal zitterig von Geburt, das sieht man und das sehen alle und mir ist das egal. Ich war gezwungen, schon damals mit der kleinen Polaroid, Back, Klick, Blitz. Und das war es einfach. Und so haben natürlich all die großen Evidence von Zürich oder die Jean-Luc Siefs von Zürich haben gesagt, du musst noch viel lernen, so kann man das also nicht machen. Aber ich habe es einfach durchgehalten, weil es keine andere Möglichkeit gab für mich, außer diese Schönheiten für immer festzuhalten. In diesem Fall, das will ich sagen, das war für ID eines meiner, das war ID in London, das war eigentlich das erste Magazin, das mir etwas gab. In Zürich, muss ich wirklich sagen, gab es gar nichts, weil ich erinnere mich noch, gerade als ich nach 10 Jahren künstlerischem Dasein, wo ich nur gemalt habe, ich hatte so genug von Fotografie, ich wollte ein bisschen besser sein, habe dann wenigstens eine Lampe gekauft und die Buben mussten diese Lampe immer mit dem Arm heben, damit es schönes Licht und ich konnte hier ein bisschen schieben. Das war, und da habe ich einfach genug gehabt und habe 10 Jahre gemalt. Es gibt jetzt dann ein Buch nächstes, irgendwann mit diesen Resultaten und Neuem. Aber hier
ID war das erste Magazin aus London. Die haben mir geschrieben, ob ich für sie, und haben mir Sachen geschickt, und ich habe eine Geschichte gemacht und habe gedacht, ich schicke das denen, naiv wie ich war, alle Dias, es war analog, nicht eine Auswahl, und der Grafiker, und ich habe gedacht, wenn das nichts ist, dann habe ich wenigstens mir ganz viel Mühe gegeben. Ich war alles bei mir in meiner kleinen Wohnung, und man sollte immer so machen, alles geben, und wenn es dann nichts ist, dann kann man sich vor sich selber nicht schämen. Jedenfalls haben sie mich eingeladen nach London. Natürlich musste ich die Reise selbst bezahlen und ein billiges Hotel, weil sie machen ein Sonderheft über Agnes Dean. Das war damals, war gar nicht so damals, das war 2008 etwa. Wo nur sie kommt im Heft. Und wir möchten gerne, dass du auch mitmachst. Bitte, bitte. So bin ich gegangen. Kaum war ich in London, haben sie gesagt, oh, sie kann nicht, sie hatte eine Augenentzündung, sie war Parting die ganze Nacht. Und ich habe gesagt, ich habe ein Dreitages-Arrangement und ich bin noch hier bis Donnerstag. Aber kannst du nicht nach Mailand? Nein, ich kann nicht. Also ich bin nicht Fotograf, der heute in Mailand morgen und so weiter. Und am letzten Tag hat sie dann angerufen, ja, es geht ihr besser, wir können es machen, am Morgen um 8 nach Brixton. Ich habe vorher gesagt, ich möchte ein Haus mit ganz starken Farben, machen wir. Und wir gingen da runter. Sie wurde geschminkt und dann ging es los und alles analog, ohne Assistent, das muss ich auch immer noch betonen, ohne Assistent. Heute geht nichts mehr ohne. Und da merke ich, als ich da anfing mit meiner Contax, da macht sie immer denselben Ausdruck. Und immer den Mund immer geöffnet. Und da habe ich gesagt, oh, könntest vielleicht den Mund zumachen. Sie hat es nicht gemacht. Und ich fange an zu denken, ach, nie mehr im Leben. Und dann wusste ich, dass ich noch einen, sie sagen, versuche noch einen Cover. Und das machen wir am Schluss, und ich habe dann gesagt, es ist fertig, nie mehr wieder, ich will das, das geht nicht, es geht nicht und so weiter. Und dann habe ich den Grafiker angerufen, habe die Fotos alle abgegeben, das würde nicht mehr gehen jetzt, also ich meine, alles abgegeben, die haben das entwickelt, und dann habe ich angerufen, wie ist das, sicher furchtbar, nein Walter, du hast den Cover. Und wie sie später, es haben 4 Cover, Terry Richardson, wie heißt der, und so weiter. und dann sagten sie mir später, dass der Cover war der meistverlangte Cover. Also man sieht, dass, zu kurzer Rede langer Sinn, dass, oder umgekehrt, dass es manchmal durch schwierige Sachen kann es gut enden, aber vielleicht nicht immer. Und dasselbe hier, aber ich mache nicht mehr so lange Vorträge. Du solltest eigentlich fragen. Ja, du redest immer. Also ich hörte einen Fluss. Ja, soll ich den eindämmen? Ja, dimme down. Hast du ja mal was gemacht für Umweltschutz? Ja, das war Umweltschutz. Ich hatte Schule. ich habe Schule gegeben, was ich liebe. Ich muss zugeben, ich liebe das. Ich habe das immer geliebt. Und da war gerade alles perfekt. Ich hatte Modelle, Schüler natürlich. Und da habe ich sie gefragt, könnten die mir riesen viel PET-Flaschen bringen? Haben sie gemacht. Und das war dann das Resultat. Gut. Ah, hier sieht man deine Dekoration. Ja, aber es gibt ein wunderbares Heft in Spanien, Candy. Jetzt das Neue hat Terry Richardson mit Miley Cyrus, sie ist wieder nackt und sie hat wieder falsche Penisse an, wie immer. Einfach hat er mit ihr das Ganze durchgezogen, und der Louis ist ein alter Freund von mir, weil
als er das erste machen war, war vor etwa, ich war auch gerade wieder am Anfang, das waren nur so Blätter, wo Fotos drauf gedruckt, die hat er dann verschickt. Und ich mache das immer, ich unterstütze immer die Jungen, also bitte, und habe ihm ein Foto geschickt und so ist eigentlich eine Freundschaft entstanden. Da hat der Candy gegründet, wo alles nur, wie sagt man dem, Transvestiten oder einfach so between, in between. Und da hat er mich gefragt, könntest du nicht auch was machen für das? Habe ich gesagt, ich habe das 1974 gemacht mit Carlo für das, er kommt später noch, die Foto, für das Transformer, ich will das nicht nochmal. Da hat mein Agent, der ist einer der Besten, mir gesagt, warum soll, sag doch, du willst Süßigkeiten. Und er hat mir alles Süßigkeiten geschickt. Es kommt dann noch ein nächstes Bild. Und so habe ich da ein bisschen gespielt mit den Süßigkeiten. Und für Luis hast du jetzt ja auch ein neues Buch gemacht. Das ist eine schöne Sache. Ein bisschen Werbung. Er macht so verschiedene Bücher. Und also ich frage mich, wer das nur schafft. Er ist ein guter, einer der großen Grafiker. Alle arbeiten für ihn. Stephen Klein, da die Großen der Branche, Bruce Weber, wen haben wir noch? Einfach alle. Und dann hat er so ein kleines Formatbuch angefangen, jetzt, das heißt A-Boy, mit einem Jungen. Und dann wollte er schon lange und ich muss das Richtige. Und wenn man nämlich nicht das richtige Modell hat, wird es schwierig. Du kannst auch ein bisschen drücken. Gut. Ich kommentiere nicht ist alle das Fotos. Das richtige Modell? Ja, lass es. Weil wenn man nicht das Richtige hat, wenn der, sagen wir, ein Modell kommt und sagt, für was ist das? Wird das gedruckt, dann ist schon, geht langsam der Vorhang schon runter. Und ich bin in zwei, nein, nicht so schnell. Bin in zwei Minuten fertig. Jedenfalls habe ich ein wunderbares Buch gemacht, wo ich alles gegeben habe, wie früher, ohne Assistenten, aber mit guten Assistenten, die mir geholfen haben, wie man einstellt die Kamera. Aber es gibt Sachen, die man besser nur zu zweit macht eigentlich. Es wird intimer. Und dieses Buch kommt in einer Auflage von 500 im Frühling, zu meinem Geburtstag. Also das kommt noch, sieht gut aus, da bin ich stolz. Aber bei dem Buch stellt sich ja die Frage, offenkundig hat es extrem Spaß gemacht, mit diesem Jungen zu arbeiten. Was macht für dich ein gutes Modell aus, mit ein dem du gerne Modell arbeitest? Ein gutes Modell ist frei. Also ich meine nicht jetzt gerade ausziehen. Einfach nicht inspiriert mich, weil ich brauche das, ich auch bei dem Professional, bei der Arbeit, wenn ich für je. Das ist ein Unterschied, wenn du arbeiten gehen musst für ein Heft, als wenn du für dich selber. Aber für mich selber sollte das Modell frei sein, schön sein und mich aus meinem Lehnstuhldasein erlösen. Und auch damit ich nicht, oh, das haben wir auch schon gemacht, ich meine, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, also habe ich schon einiges hinter mir. Und das mich einfach wieder erweckt, wie der Lazarus. Und wie oft triffst du auf solche Modelle? Wenig, also nicht, das trifft man nicht die ganze Zeit, tut mir leid. Also Profis habe ich auch ein bisschen, ich konnte nie in eine Agentur anrufen, ich hätte wieder jemand, als ich auch anfing mit diesem ganzen sogenannten Professional-Sachen, konnte ich ja nie. Ich musste das ja lernen nach 2000. Ich habe ja nur meine engsten Freunde fotografiert, weil das war auch aus Gründen, weil es immer unscharf war oder falsch eingestellt. Da spielt es ja keine Rolle, weil ich habe sie nur für mich und da konnte man die wegschmeißen. Hingegen darum musste ich dann langsam lernen, zu fremden Leuten gehen, habe alles angenommen hier in Zürich,
wie man Smalltalk macht, wie tut man die lockern und so weiter. Das habe ich schnell gelernt dann. Jetzt ist das kein Problem mehr. Habe ich auch gelernt eigentlich schon in der Schule. Das sollten die anwesenden Lehrer. Was hast du in der Schule gelernt? Habe ich gelernt, nicht Smalltalk sowieso, aber am ersten Tag hast du so viele Leute und da musst du die irgendwie packen. Und so kommst du auf den Set in London oder Paris und du kennst vielleicht die Stylistin, die haben wir schon mal gearbeitet und vielleicht noch die und die, aber die Modelle sind immer neu meistens und die musst du dann schnell lockern, da hast du keine Zeit, Wochen und so weiter. Und wenn man das macht, wenn man das lehrt, dann geht es immer besser. Hier, das war noch eine der Arbeiten, wo ich alles alleine gemacht habe. Das war für Heberli. Da hatte ich gerade einen Unterricht, habe ich natürlich diese Gabeln in den Unterricht mitgenommen und gesagt, erhebt das, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und so ist dieses Foto entstanden. Was ich damals, das war alles in der Anfangszeit, von der zweiten, also von dem, seit 2000 ging es ja wieder los, nach Welcome Aboard, mein Buch. War ich anschließend an eine Party, da hat es alles richtige Fotografen, also echte. Ja, nicht und, so Hobbyfotografen. Wie nein, du. Und da war ich so kaputt, es waren 20 Seiten, das Buch ist der voller Künstler, der wie heißt der von St. Gallen, der Große mit dem Rauch und Dampf. Sieg, ja. Genau, hat gemacht und noch mehr. Und mein Gedächtnis, voller, jedenfalls, und da war ich hatte einen großen Teil mit alles so Kleinkram und habe das 2 Wochen gemacht und gehe anschließend an diese Party und habe so einen Fotografen, dem habe ich gesagt, ich bin völlig erledigt, ich bin völlig unten. Er hat gesagt, ich habe nächste Woche schon wieder was Neues, ich mache das jede Woche. Ich weiß nicht, also ich könnte das nicht. Gut. Das ist auch noch von Heberli. Was gut war, ein Freund von mir hat dieses, habe ich das Hemd gesehen, er hat mir das ausgeliehen. Das macht es aus, wenn alles stimmt, bis ins letzte Detail. Man muss irgendwie am Foto herumstudieren, bis es stimmt. Sonst, wenn jetzt sagen wir, dass ein oranges Hemd wäre, würde das auch gut. Aber es ist noch, es gibt noch mehr Classic, wenn es bis ins Detail ausstudiert ist. Leider geblitzt. Gut. Hier war wieder was, was ich eigentlich einen Rüffel eingefangen habe von, ich muss zugeben, nach der Vogue, das kommt ja dann noch schnell. Also ich will jetzt da nicht bis 20 Uhr sprechen, ich muss jetzt ein bisschen runterschrauben, weil es gab dieses Friday-Magazin und dann kam dieser Mr. Schweiz-Wahl, gab es damals noch. Und da habe ich gedacht, der sieht jetzt mal gut aus. Dann habe ich das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben, dass ich das mache. Jedenfalls haben wir das im Letzi gemacht, in der Party. Jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Der Partymeister habe ich gut gekannt. Jetzt muss man für alles schreiben, anrufen, kostet pro Stunde 200 Franken. Unglaublich. Und der arme Herr Fotomodell musste dann diese Badehosen anziehen, was für ihn ganz komisch war. Also, war das komisch für ihn? Er war sich das nicht gewohnt, der meinte, die Kleider, aber wir machen keine Kleider hier. Was ich finde, mein Agent hat dann gesagt, so etwas darfst du nicht mehr machen,
und habe mich zusammengestaucht, weil ich darf nur das und das und das, nur das Beste ist, sei jetzt gut genug für mich. Und das ist nicht das Beste. Ja, mir hat Spaß gemacht und es ist gut herausgekommen. Vor allem wegen dem Poster. Es gab zum ersten und letzten Mal ein Poster, das die da in ihren Wänden aufhängen konnten. Und hier haben wir was Älteres aus der Zeit, als du nur Amateurfotograf warst. Ja, da war ich reiner Amateurfotograf und der Pips, mein Kater, der hatte das gerne, wenn die Leute da waren, sich um ihn gekümmert haben. Aber man sieht, es ist noch schwarz-weiß und es ist immer noch schön. Gut, das war ja damals auch einer deiner Superstars, den du oft fotografiert hast. Ja, der war, als ich dann in der Kunsthalle Basel diese wunderbaren Porträts ausgestellt habe, zusammen mit Bruce Weber, der übrigens gleich alt, am gleichen Tag, wie ich Geburtstag hatte. Und der hat gerade seinen Agenten hinter ihn hergeschickt. Come to New York, you're gonna be a big star. Ist auch wieder schön, das alte Pappeli stand da ganz betroffen, aber was kann ich machen? Und hat er das dann das gemacht und wurde er ein Big Star? Er ging dann nach New York natürlich, aber er ist jetzt ein berühmter Architekt. Aber wie das so ist, die große Welt war damals die große Welt. Das ist auch eine schöne Sache, das kennt ihr alle, das war für das Magazin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, jetzt wäre das glaube ich nicht mehr möglich. Die haben nicht mehr so. Es war so auch so wunderbar. Alle haben mir gesagt, er wird schwierig, das ist dann schwierig. Aber am Schluss hat er alles so gut mitgemacht. Also eben Heinz Spörli, der kommt. Ja, genau. Es ist ein Porträt für ihn. Schön, nächstes. Noch schöner. Und das wie ein bisschen Tristes. Ja, das macht das macht das Ganze ein bisschen. Du meinst die gewisse Tiefe. Melancholie? Genau, im September, Januar. Mhm. Gut, das ist jetzt ja aus der Ausstellung von der von Basel. Aus dem Basel. Genau. Wann war die? 86, weil ich hatte nach dem ersten Buch, ist in der Bibliothek, glaube noch im Original, was selten ist, hatte ich einfach, das war voller Leben, zu früh für diese Zeit, muss man sagen, wirklich zu früh, weil es ist natürlich hart im Gegensatz zu jetzt. Das kam 1980 raus, ich war in Amerika, ich habe es fertig gemacht, ging nach Amerika in dieses schöne Atelier, damals noch großzügig, riesig. Also der Stadt Zürich, ja, das am West Broadway. Wo jetzt alles die Fashion zu Hause ist, da war nichts. Da war nur Leo Castelli, rechts unten. Und die Factory war oben noch. Und ich hätte alles getan, wenn das Buch fertig geworden wäre. Ich hatte nur ein Xerox-Buch leider weggeschmissen, mitgenommen auf den Küchentisch, da konnte man durchsehen. Und das ist natürlich nicht dasselbe wie etwas Gedrucktes. Und so konnte ich leider das nicht zeigen. Und ich kam zurück und das kam dann raus hier. Es war absolute Funkstille. Da habe ich 10 Jahre gearbeitet für nichts. Aber ich meine, wenn man ein bisschen nur nach dem Ruhm, für den Ruhm arbeitet, dann ist es hart, aber wir hatten ja schon wieder ein neues Projekt. Wir machten dieses Theaterstück, so habe ich das vergessen. Weil man darf nicht zu viel erwarten, glaube ich. Einfach weiters, glaube ich. Und da glaubst auch. Du? Das war halt, da hatte ich genug von diesem Lebendigsein. Ich wollte nur ganz hart Gesichter. Es ist auch in der Bibliothek, sehr rar, gibt es nicht mehr. Nur ganz enge Ausschnitte als Gegensatz zum ersten Buch. Auch das zweite Buch war nicht gerade, dass es... Aber komischerweise, all diese Bücher, ich habe dann später, der ist jetzt gestorben, in Berlin, Will McBride, einer der Großen der 60er Jahre für Twen, getroffen und der hat gesagt, er hätte dieses Buch mit den Gesichtern. Da sieht man,
dass es doch an die richtigen Orte kam, alle diese Sachen. Aber selber hört man nie etwas. Selten in Zürich Lob. Das muss ich gerade noch zugeben. Also ganz selten. Aber das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Ja, jetzt gibt es ja Internet. Also jetzt gibt es ja Facebook. Das war, ja, das war irgendwas. Ich habe es dann dem Dazed & Confused gegeben über Sadomaso. Ich wusste zwar gar nicht, aber ich glaube, ich habe es mal von einem 72 den Schrank geräumt. Das war in London für Sport und da hatte ich schon die erste Garde der Models. Also das waren so unsere erste Garde. Konntest du die auswählen oder werden die ja, jetzt kann ich das. Also ich meine, ich höre natürlich auf meinen Agenten, weil er arbeitet wirklich mit, die Agentur ist Nummer eins, würde ich sagen. Also ich frage mich noch, wie die auf mich gekommen sind. Sie und die arbeiten, aber die Agentur hat, alle waren da. Die also bis bei Alten Commerce, muss ja, Hedy Slimane und wen haben wir Collier noch? Shore. Collier Shore, alle waren da eigentlich. Die gehen wieder, ich bleibe jetzt noch ein bisschen, wer weiß, wie lange wir das noch machen. Gut, aber da kommen wir zu einer anderen Leidenschaft von dir, dem Wandern, weil du erholst dich ja auch dazu. Ja, das liebe ich wirklich und die schönen Landschaften und vor allem liebe ich das, wenn ich immer neue Tours entdecke, wo ich mich verlaufe und so weiter. Weil das ist dann wie in einem Film und du am Schluss kommst du dann und weißt nicht, wo du hinkommst. Gut. Genau. Auch eigentlich, das hätte ich nicht machen dürfen, das war in Berlin. Zwei Junge haben so ein Heft, Dust, und es hat ja viele, die schreiben mir, aber ich darf wirklich nichts mehr hinter dem Rücken machen. Aber hin und wieder macht es trotzdem. Ja, aber es kann schief laufen. Und darum bin ich jetzt vorsichtig geworden. Das ist der Pieps wieder mal. Der musste natürlich immer in die Kamera schauen. Deshalb hast du eigentlich heute keine Katzen mehr? Das ist eine lange Geschichte, da wird es zu lange dauern. Das ist natürlich hier und da, wenn ich einen Auftrag für ein Heft, ist ja auch für mich einiges dabei, das ich brauchen kann. Und da ich da ausprobiere und meistens, also früher war das so, wählen sie, da hatte ich ja noch mit dem Chef vom Heft, von Achtung, die Auswahl gemacht, aber jetzt wird das ja so gemacht, du arbeitest, klick, klick, und dann schickt der Assistent die Fotos nach Amerika und dann werden die durchgesehen und dann werden nur zwei oder einfach nur die Besten geschickt, sonst nehmen die meistens vielmals, die du gar nicht möchtest. Und das musste ich auch lernen eigentlich. Das, ich war so naiv, wie eine Birne. Das da ist so ein Klassiker, weil die wollen alle dieses Bild. Und als ich es machte, hatte ich gerade Schule und jemand hat mir vier Messer gegeben, die musste ich ihm wieder zurückgeben. Und da habe ich gedacht, wir machen was mit dem Messen. Aber ich war hatte ein bisschen Angst, die haben da herumgefuchtelt und es ist wirklich ganz schwer, scharfe Messer eigentlich. Genau, und das kann dann passieren. Das, gut, jetzt sind wir mit dem Glamour-Bereich. Wo warst du da? Da war ich im Meurice, im Wunderhotel in Paris und das war schon die erste, ich habe ja nach Winterthur, oben in der Bibliothek ist der Katalog, zum ersten Mal für Vogue Homme eine Anfrage, ob ich das machen würde. Vogue, das ist aber schon ein bisschen, da war ich schon ein bisschen hypern, bin ich schon am hypern. Jedenfalls hatte ich keinen Assistenten, das muss ich auch noch sagen. Einfach meine Kamera und es war im Plaza Athénée, nicht das. Und da bin ich, als ich in Paris war, in dem Studio von
als ich das Studio von der Stadt, bin ich da immer runtergewandert, Stadt arbeiten, Avenue Montaigne, und sehe dieses Plaza Athénée. Oh. Und da am Schluss bin ich da in einer Suite und mache die Fotos von einem Modell und sogar mit Schmuck, teuren Schmuck, wusste nicht, dass da hinten immer Leute sitzen. Warum nur? Weil es ein Diamantenkollier ist für die Katze da um den Hals, à la James Bond. Und wollte ich das. Aber als das rauskam, hatte ich einen Anruf von der Chefin damals, von der Vogue, also die hätte gefragt, wer hat diese Fotos gemacht, und hat mir den Auftrag gegeben, im Möris, Eva Herzigova, das war ein Supermodel in den 80er Jahren mit Claudia Schifferhöhe oder wir alle diese, Linda Evangelista, so diese Kategorie. Da kam ich da, und ich durfte auch dort wohnen zum ersten Mal, und es war ein Tag, alles lief einfach wie wunderbar. Es ist immer noch eine meiner Super-Stories, weil irgendwie ich da mit der Contax mache da Klick, Klick. Die waren gar nicht gewohnt, dass man so wenig Fotos macht, weil es war, alle haben schon lange analog, digital, und ich mache da immer noch tschick, tschick, tschick und so weiter. Eine Traumgeschichte. Und auf diese Geschichte ist dann die Agentur. Es kamen die Agenturen, und ich hatte Angst, das weißt du. Du hast mir immer gesagt, ich soll mal einen Agenten. Und ja, vorher hast du das von zu Hause aus versucht, selber zu dirigieren. Ja, vorher versuchst du mit den Leuten selber zu verhandeln, was ja dann irgendwann auch mühsam wurde. Also das hat ja das Leben erleichtert. Ja, eigentlich. Aber ich hatte Angst, ich müsse da arbeiten in dem hohen Alter wie ein Pferd. Ich müsse da einfach, man weiß ja nie, nächste Woche das, diese Woche Hongkong, nächste Woche Paris. Und dabei hat er mir gesagt, wir nehmen nur für dich ganz exklusiv, und er hat recht behalten. Aber wie viele Aufträge machst du jetzt pro Jahr? Also jetzt habe ich gerade, ich war in Paris vor Weihnacht für Double, wo ich eine so schöne Geschichte gemacht habe vor Jahren mit ganz vielen, vielen Seiten. Und jetzt habe ich, der hat gesagt, du musst das machen, es sind alles junge, die jüngsten, extremsten aus Moskau, die sind jetzt ganz Moskau, alles in Paris wie letzt Russen. Okay, das haben wir in einem riesen Club, der out, wirklich, vielleicht in den Suburbs, in den Vororten war es, und eiskalt, aber was das Beste war, es hat eine riesen Grümpelkammer gehabt mit Dekos, die sie brauchten wahrscheinlich, und da hat es einen falschen abgemalten Giger gehabt, der bis ins Detail kopiert war, und das gab eine schöne Foto. Gut. Das war noch ein Scrapbook. Das ist das Scrapbook, aber eigentlich ist dieses nicht im Buch, weil das ja eine dreifache Seite ist zum Einklappen, und das ging natürlich nicht. Und das ist das, was ich früher erzählt habe, die Süßigkeiten, die er mir geschickt hat, und da muss man sich natürlich dann überlegen, wie mache ich das ein bisschen, dass es anders wirkt als diese Inserate in der Zeitung mit Süßigkeiten. Das ist Vogue Homme, das waren damals, also damals noch nicht so lange, 2010 glaube ich, die Supermodels. Das geht ja sehr schnell mit den Models jetzt heutzutage. So schnell, ein paar halten sich, ein paar sind nach 2 Jahren weg vom Fenster oder machen Kataloge. Und da konnte ich wieder, da konnte ich eigentlich noch so genau kreativ sein. Ich bemerke einfach, dass es jetzt langsam vorbei ist mit dem Experimentieren. Nicht bei mir, sondern zum Beispiel bei Condé Nast, bei der Vogue, sieht alles jetzt so super kommerziell langweilig.
Aber merkst du, wärst du auch in diese Richtung jetzt beeinflusst? Nein. Oder gedrückt? Zum Beispiel kriegst du einfach keine Aufträge mehr? Ja, sagen wir es so, also mir ist mir egal, weil Vogue, zum, vom Finanziellen her, das tönt so Vogue, das war vielleicht in den 70er, 80er Jahren, aber das ist schon lange her, dass die Eva-Geschichte, das gab 80 Mark, 80 Reichsmark pro Seite. Aber alle denken, man verdient nur, wenn man Kampagnen macht. Dann, aber dann muss man also wirklich ein Sklave. Hingegen, wie jetzt, wo ich für Double in der Club, der lässt mich völlig frei und ist begeistert. Und ich bin begeistert von der Umgebung, von der Stylistin, der ist nicht crazy genug. Das macht Spaß. Spaß muss es mir noch machen, sonst ist es wirklich Zeit. Eben, Geld war für dich eigentlich eher immer zweitrangig. Also auch früher, ich war mich gewohnt, einfach keines zu haben. So runterzuschrauben, damit ich überlebe. Jetzt kommt, ist es ein schönes, wie sagt man? Ein Zückerli. Zückerchen vielleicht. Aber auch das Double, das war gratis. Ich bekomme natürlich jetzt ein schönes Hotel, Chauffeur und alles. Aber ich bekomme, der Assi bekommt was, oder die Assis sind zwei, die bekommen, aber ich mache einfach das. Es ist einfach gut, dass der Name in guter Umgebung ist, in einem guten Heft. Genau. Zwischendurch war ich wieder Künstler und da hatte ich eine Retrospektive in dem Swiss Institute in New York, zusammen mit Tom Burr. Das war auch schön, nach 20 Jahren Retour. Und auch hier unterstützen wir die junge Generation mit ihren Magazinen. Die haben mich natürlich geholt, gerade am Anfang, aber das hier und da nicht zu viel, darf ich das machen. Das war Fantastic Man, nein, Gentlewoman. Und die ist mehr als gratis. Da mehr als gratis ist, wenn sie mir Sachen nach Zürich schicken. Und das ist am schwierigsten, weil wenn ich es in Paris mache, dann habe ich wenigstens einen Set-Designer. Eigentlich wäre das ein Beruf, das man an der Schule hier lernen sollte, weil in Zürich hat es niemand. Die schleppen mir Sachen an, oh ja, das ist gut, das nehme ich. Aber hier in Zürich muss ich alles aus meinem Fundus. Da gut, aber du bist ja gelernter Schaufenster. Ah, ja, das habe ich vergessen. Das ist natürlich schon das ein Hintergrund, der dir immer wieder zustatten kommt. Das verlernt man nie. Aber hingegen, was mich stört, dann kommen die Sachen und man muss alles wieder zurückschicken. Ich habe so viel Arbeit. Aber das Stillleben gefällt mir immer noch. Und dasselbe für den Katalog haben wir hier gemacht. Da muss man sogar noch die Leute senden. Hier wieder ein Supermodel, Carly Kloss, ganz am Anfang. Ich muss ja sagen, dass in New York hatte ich da kam die Mutter noch mit der Tochter, die wurde dann später, gab das auch ein Supermodel, aber die Mutter war dann dabei, weil die Tochter war gerade wirklich, war glaube ich der Erste, der mit ihr arbeitete. Und das ist komisches Feeling, wenn die Mutter dort hinten sitzt und schaut. Vielleicht, ich weiß auch nicht. Ich hatte dann auch hier die ersten Aufträge für, wie heißt das, für das Neue Zürcher Zeitung gibt es so ein Magazin. Affolio. Und da musste ich sagen, das habe ich versucht, dieses Foto habe ich versucht, analog zu machen, alles dunkel. Ich konnte es einfach nicht, weil ich mein Leben lang immer auf A eingestellt habe. Ich kannte nichts anderes. Und es ging ja, es ging immer irgendwie, Blitz und Automat. Hier hatte ich
Das war gerade nach dem Museum in Winterthur, habe ich so eine kleine Digital gekauft, um denen die Fotos hier und da zu schicken. Da habe ich gedacht, jetzt geht das nicht, da habe ich diese Spiegel gekauft, ich muss es schaffen und habe mit der kleinen Clique das, mein erstes Digital. Das ist dein erstes Digitalbild. Ja. Oh. Gut, das sind wir ganz tief im Analogzeitalter. Ja, als 80er Jahre, wo man noch im Hallenbad City, wo ich jeden Tag gehe, wenn ich nicht gerade so krank bin wie jetzt, da konnten wir auch abends noch dort fotografieren, ist auch nicht mehr erlaubt. Man kann zahlen jetzt für teures Geld. Das war in Amerika. Das war für GQ London, die wollten unbedingt Walter, we want, bla bla bla, we are such big fans und alles dieses, was sie immer erzählen. Und da habe ich, ich muss ja sagen, ich arbeite wirklich jetzt mit guten Stylisten und guten Models. Und dann sehe ich da hinter mir, es war wirklich im Studio mit so einer Hohlkehle, war zum ersten Mal, schön. und da war schon digital, weil der Chef sagte, Walter, you have to learn digital. Because nobody does analog anymore. So musste ich da lernen, habe schon wieder alles vergessen. Aber ich wusste ja, dass ich jetzt Assistenten habe und das sind ganz gute, die arbeiten sonst mit, wie heißt sie, die auch mit einer Agentur war, die berühmte. Welche berühmte? Die bankrott ging. Welche? Welche, was hat sie gemacht? Sie ging bankrott. Genau, bravo. Sie war jahrzehntelang da, bis das dann passierte. Und er war ihr Assistent. Und das war, ich habe mich total, die machen alles, dass es gut wird. Jedenfalls, da sehe ich die da hinter mir so Übungen machen miteinander. Da habe ich gedacht, was macht ihr hier? Das könnt ihr jetzt gerade machen. Man kommt nicht auf so eine Idee, indem man sagt, mach mal eine Übung. Man muss den Kopf überall haben. Man muss alle fragen, den Coiffeur. Ich frage darum und die geben mir Ideen. Aber man ist nach so einem Tag völlig kaputt. Nicht nur vom Alter her, sondern jetzt glaube ich, alles rausgeben. Vielleicht das Alter tut es natürlich noch unterstützen. Das auch in Berlin, weil da sie machen auch Übungen, machen was, aber du selbst kommst nicht auf so eine Idee eigentlich. Nochmals Übungen? Übungen, ja. Hier in Zürich, das da war dann für Double, dieses berühmte Heft, das ist ein dickes Buch, wo wir nach Griechenland waren, gingen und da habe ich zwei Fehler gemacht. Die ganze Crew war da, das Modell, zwei Modelle und wir haben da Tag für Tag gearbeitet und ich habe gedacht, ich bleibe noch zwei Tage. Fehler. Es ist nichts Schlimmeres, als nachher, wenn alle gegangen sind, da noch hocken. Nicht mehr der schöne Strand, sondern diese hässlichen. Also es ist, man lehrt ja auch beim Arbeiten, muss ich sagen. Darum mache ich das eigentlich. Learning by doing ist eigentlich meine Schule, glaube ich, gewesen. Glaubst du? Das ist für Trudi Goetz. Wie heißt sie? Götz, ja. Wo wir, aber sie, genau. Das ist noch aus alten Zeiten, aber das schönes Fula. Was ich einfach gut finde, dass man auch ein bisschen nicht verliert, ein bisschen zurückzuschauen, nicht die eigenen Sachen, das habe ich schwierig. Ich habe auch jetzt Schwierigkeiten gehabt,
Also jetzt ganz, ganz kurz, beim Tod von David Bowie. Ich meine, da hört man jetzt diese Songs, wir haben sie zu Tode gehört und ich war auch in Berlin an der Schau da von Victoria und Albert mit zwei Jungen, die sind da durch, das ist schon fertig, ja, irgendwie so, ich kann nicht, ich schon meine Arbeiten schon gar nicht zurück und denke, oh, schön war die Zeit, aber man sollte zurück in die Klassik, in die Malerei, in das, da hat so viele Sachen, die man immer wieder neu sieht, die guten. Und darum war ich endlich in der Pinakothek, wie auch immer, in München, weil da von dem hatte ich lange einen Abguss bei mir zu Hause geschenkt bekommen, muss ihn dann wieder zurückgeben. Und für mein Video hatte ich so eine schöne Szene, weil einer der meiner Modelle hatte genau so ein klassisches Profil und so, es gibt so eine Szene, wo die beiden so die Profile zusammenkommen zum Beispiel und so weiter. Ja, und schön. Das kommt ja vom Lande. Ja, das muss man zugeben. Ich weiß es zu schätzen und auch mit den Hunden geht es gut bei mir. Und Würste auch. Ja, die Würste. Und das liebe ich. Ich liebe die Berge. Und wenn dann natürlich noch so etwas vor mir ist, dann muss man einfach zuschlagen. Da kann also man sehr touristisch. Hä? Sehr touristisch. Ja, so Eigermönch und Jungfrau. Aber alleine wäre es ein bisschen langweilig. Aber wenn die da gerade Wäsche hat und dann noch so schön farbige, da kann man, dann habe ich Klick. Ich halte. Zurück noch schnell. Ich hatte diese Kolumne in der, wo war das? Im Tagesanzeiger. Und da haben mir viele angerufen, ich mache das und das, könntest du das nicht noch erwähnen in der Kolumne? Aber das ging leider nicht, weil natürlich kann man da nicht jede Foto bringen, zum Beispiel sie lesen da streng aus, das können wir unseren Lesern nicht zumuten. Und so haben wir dann das gemacht. Es war vor Jahren. Das ist aus den 70er Jahren, wo ich noch Künstler war, wo diese schöne Strecke mit den Lebensmitteln war, mal ganz, ganz früher. Und auch hier, das war, glaube ich, für Achtung, ein Stillleben zusammengehen. Das wo war in Hamburg. Am Fest, am Hafenfest, da stand plötzlich diese Frau da und es ist alles so künstlich irgendwie. Ja. Die Haare, aber eine Minute, da wusste ich, dass ich bin ja sonst nicht so schnell, bis man die Kamera hat und dann klick, hat sie sich schon abgedreht. Ist gut, dass man das Gesicht nicht sieht. Aber vielleicht, sonst wäre es nicht mehr so interessant. Genau, da ist der Dekorateur wieder ein bisschen durchgedreht. Und auch hier. Ich mache ja immer so, wenn so komische Experimente und wenn ich schon zwei habe, die da mitmachen, ist da keine Grenze gesetzt, oder wie sagt man? Ja. Wenn sie mitmachen. Genau. Genau. Ihr seht, wie man da vielleicht doch nicht mit geschlossenen Augen durch die Landschaft gehen sollte, sondern in den Horizont blicken. Genau. Das war in London, ich habe das jetzt rausgetan. Das war für Dazed and Confused mit ganz einem jungen Stylisten. Er redete nicht viel, aber alle sagten, der ist der große Zukunft und es stimmt. Und das war später in der Subway riesengroß. Oben steht, der ist dann confused, irgendwie und unter der Titel. Und ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, dass der Rauch so schön wie ein Bar kommt. Aber sie haben auch so einen Performance-Künstler, haben sie darunter schwarz geschminkt, damit der zum Pullover passt eigentlich. Das ist nochmal Vogue.
ihr seht, wenn man natürlich da, wie man damals noch experimentieren konnte, ich glaube nicht, dass es jetzt geht, dass man einfach ein Fuhlhauser übers Gesicht hängen lässt. Ich habe einfach gedacht, jetzt habe ich sie immer fürs Gesicht und mal unten, mal oben, probieren wir mir das aus. Und alles war einfach möglich. Jetzt ist es, ich weiß nicht, vielleicht ist es wieder, ich weiß es nicht. Hm? Ui, zu schnell. Ui, was machst du? So, ja. So. Das kennen wir. Gut. Was wichtig ist bei dem Bild, nochmal zurück, ich möchte immer, weil die Vogue oder alle machen vorne Contributor-Fotos und ich hasse da, wenn meistens schicken die Fotografen ein Bild von sich, so was auch immer. Wir machen das immer am Set und niemals, ich möchte auch nicht so live, so wie er aussieht, man muss da wirklich ein bisschen frisieren, damit man nicht, ich habe das lieber, wenn man das inszeniert irgendwie. Genau, ist ein schönes Stillleben für Hermes, nein, nicht für Hermes, für Self-Service und das muss ich sagen, als ich für Self-Service arbeitete, hat er mich gefragt, oh Walter, würde es dir was ausmachen, alles analog? Alles analog heißt nicht sehen, also nicht, also man kann nichts kontrollieren, man muss anders arbeiten. Und komischerweise hat der Assistent die Ding falsch aufgesetzt, dass ein Film kaputt war und alles solche Sachen, aber es kam trotzdem gut. Das ist noch Irene, ganz am Anfang, Irene, die Lady Shiva. Sie hatte eigentlich, sie wollte immer fotografiert werden und ich habe Polas von ihr gemacht, damals lange, lange her an der Freigutstraße und habe ihr die gegeben. Unglaublich. Polas weggeben, original. Und habe das gar, bis ich da irgendjemand mir die geschickt hat, also abfotografiert, sind die von dir. So etwas, also irgendwie, so ist das eigentlich auch mein Status gewesen in den 70er Jahren. Also das kann jeder. Die haben immer gesagt, zeichnen kannst du wirklich gut, aber also fotografieren kann ich also auch. Oder es war nie alles anerkannt eigentlich. Da die Bilder, ob die gut sind oder ich weiß auch nicht. Das ist Pharrell Williams, oder wie heißt der? Pharrell? in Miami. Und da habe ich auch gesehen, also es hat eine schöne Geschichte für W. Es gibt ein schönes Porträt, aber ich kann da nicht, mache keine Dingschau. Das habe ich auch gemerkt, dass es mir nicht so zusagt, die Superstars. Ich bin eigentlich nicht Starfotograf, weil erstens lassen sie dich warten. Es war im 100. Stock in Miami Beach und da darfst du warten. Und dann kommt er, macht man schnell Fotos und dann geht er wieder. Aber du bist noch nicht fertig. Da hat mein guter Assistent gesagt, diesmal musst du jetzt mehr Fotos machen, sonst meinen die, das sei einfach immer so schnell. Und da musst du einfach Geduld haben, weil, und die sind auch Image, die haben ein Image, die wollen das so und so. Also kurz gesagt, ich bin jetzt nicht Starfotograf, oder wie sagt man den? Ja. Irgendwie ist so doof. Gut. Da habe ich eigentlich noch selber alles gemacht, ich war der Stylist. Die Kleider kamen vom ID in Zürich und war allein mit dem Modell. So ging das los, so hat man angefangen. Wenn jemand in diesem Raum das auch noch möchte, würde ich ihm raten, vielleicht zuerst ganz klein anfangen, nicht gerade oben einsteigen, weil dann fällt man viel zu hoch, glaube ich, wenn es nicht klappt. Und dieser Verein, wo ich arbeite, oder diese Menschen sind doch eher
für den Erfolg getrimmt. Wenn du da Fehler machst, dann ist es doch nicht mehr so, der ist doch nicht der alt geworden oder der war mal gut und alles das. Darum ist auch der Druck gewaltig. Ich konnte nie schlafen, musste nie im Leben Schlaftabletten nehmen, habe ich nicht gekannt. Hingegen jetzt weiß ich es, damit ich kann nicht schlafen, bevor ich auch trotzdem schönsten Hotel der Welt. Ich kann nicht, ich muss das nachher schon, aber vorher, da hast du 100 Ideen, was es schief gehen könnte und so weiter. Aber hast du manchmal auch ein bisschen genug von diesem Geschäft? Ich mache eigentlich nicht so viel. Ich muss sagen, ich mache nicht mehr, es war vor 3 Jahren, war es mal wo wirklich nonstop. Walt Dio wants you to go to Tokio, dabei war ich in New York. Da habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht mehr, da bekomme ich, und so haben sie das dann Gott sei Dank abgesagt. Aber sie tun dich immer, sie möchten dich und dann tun sie dich, nachher sagen sie es ab, Gott sei Dank. Es hat wirklich, ich möchte, die Jungen sollen das jetzt machen. Ich will nur noch so Rosinen picken. Wirklich. Wir machen jetzt mal wieder ein Buch über dich als Künstler, nämlich über dich als Zeichner und Maler. Genau, das will ich jetzt eigentlich lieber vorantreiben. Ich habe jetzt gesehen und habe jetzt gezeigt, dass ich fähig bin. Eigentlich, man muss auch noch dazu fügen, dass es nicht immer einfach ist in diesem Geschäft. Da gibt es wirklich Schlangengruben, wo man aufpassen muss, wirklich. Und man muss psychologisch und das muss man eigentlich immer, aber einfach da kann man zeigen, was man gelernt hat. Genau, das war auch wieder eine schöne Erfahrung nach diesem, es ist bald fertig, wir sind gegen den Schluss. Das war die Tochter von Mick Jagger, sie hat gerade angefangen, wie heißt sie, Georgia May, die von Jerry Hall, und wow, ja, vielleicht kommt der Vater noch vorbei. Habe ich gesagt, wäre es eigentlich nicht nötig, weil sie war wirklich am Anfang. Und ich habe gedacht, wenn jetzt das wieder so etwas ist wie früher mit dem gelben Cover, ist wieder sowas. Und sie war gut erzogen, wunderbar. Also ich muss wirklich sagen, so erwartet man immer das Schlimmste und ist dann angenehm überrascht. Ja. Zurück, vorwärts. Das war dann in der Antike, in Griechenland, ein Stillleben. Und das war auch im Ding, dieses berühmte Foto, wo ich einfach gedacht habe, wenn man schon silberne Badhosen hat von Louis Vuitton, soll der ein bisschen tauchen. Oder? Und ich war immer auf diese, wo war das, Mykonos, und ich war nie, ich habe nur immer diese Postkarten bekommen, die habe ich schon etwa 5-mal oder 10-mal, da habe ich gedacht, wo ist denn das? Und das war die Insel vis-à-vis, und so gingen wir hin und wahrhaftig waren wir da und ich konnte endlich die Foto machen für Double. Und da gibt es eine schöne Filmszene eigentlich, wo er Erdbeeren isst, aber ich habe immer gesagt, warum du das richtig essen hinein? Oh, ich habe eine Allergie gegen Erdbeeren. Und so war das leider nur ein Bild, aber auch schön. Das ist, muss ich sagen, dank meinem Assistenten, das hätte ich jetzt nie hingebracht, das ist die Mykonos. Und wenn man genau hinsieht, da sieht man wirklich Mykonos, wie es leibt und lebt. Aber es war ein Schaufenster. Und das ist, genau. Ich habe ja gerne eigentlich, wenn die Leute sich beschäftigen, nochmal zurückzukommen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie gesagt, schon gesagt, wenn die Modelle einfach nicht wissen, was sie machen müssen. Dann machen sie so dummes Zeug. Sehen Sie mal durch die Hefte hier, sie machen nichts. Sie stehen, weil der Fotograf drückt 200 Mal ab, in der Hoffnung, es hat was.
drunter. Ich konnte das nicht früher, weil ich kein Geld hatte, musste auf einem Bogen mindestens 10 gute Fotos sein, weil das war zu teuer, Verschwendungssucht. Das hätte ich nie gekonnt. Doch ein schönes Bild. Und das ist ein Klassiker. Früher sind wir immer so ein bisschen rausgezogen in die Natur und haben da geschaut, was da rauskommt. Und da auch feste. Gut, das auch nochmal. Das war ein Cover, für, als ich in Paris war, das Atelier, auch von der Stadt. Da musste ich eigentlich schon für das Kunsthalle arbeiten und war verzweifelt. Aber ich habe nebendran für das Gapier, das waren die ersten, das gibt es nicht mehr, ein Schwulenmagazin, für die immer gearbeitet, schon in Zürich. Und das war ein, das war der Cover, das wir dann ja, in ganz Paris sahen. Ja. Ja. Das ist auch ein schönes Foto. Früher hatte ich Porträts gemacht von reichen Leuten, gemalt, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Und da hatte gesagt, ich habe jemanden in Liechtenstein, und da habe ich gedacht, der hat ein Auto, so ein schöner Pontiac, da stellt es was vor, komm, wir fahren nach, und ich sitze hinten und ihr fahrt vorne, und da wussten sie nichts Besseres als in eine Kiesgrube, weil sie wollten ein bisschen rauchen, ein bisschen, wie sagt man dem? Was? So, wie sagt man, Gras rauchen, und was ist, das Auto bleibt stecken, und so sind wir eine halbe Stunde zu spät gekommen. Auch in, Achtung, ja, in Berlin machen wir immer solche, ich habe so in jeder Stadt Leute, die mir helfen und inspirieren, wo eigentlich keine Modelle sind, aber weil Modelle und Freunde, das ist ein Unterschied. Das ist für Self-Service eines meiner Lieblingsfotos, weil als es war im Haus von dem Architekt, von dem großen Kunstsammler der 40er Jahre, von dem berühmten Architekten, sag mir schnell, den ja, er hat das ganze Haus gebaut, ist jetzt ein Museum, wie heißt er, ich vergesse den Namen, es gibt so einen Hocker, ja genau, und da können wir dem ganzen Haus, da hat es alles, ist noch wie es war mit den Kleidern, und da sehe ich oft in der Bibliothek so ein kleines Büchlein, das ich immer hatte zum Französisch lernen. Und so ist dieses Foto entstanden, das mir immer noch gefällt. Ja, auch hier. Das auch, da muss ich zugeben, das ist neu, dass wenn das Modell einfach biegsam ist und macht und humorvoll ist, dann entsteht einfach nicht so etwas langweilige Kleiderbügelfotos, Kataloge oder was. Das ist ein berühmtes Foto, wo mich die Leute auf die gute Idee gebracht haben. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber es ist ein Classic. Auch hier darf man sagen, man muss einfach sehen, wenn die Sachen da liegen. Man kann Sachen nicht arrangieren. Wenn sie kaum hast du sie auseinandergenommen, du bringst sie nie mehr hin. So. Du musst zack und dann weg. Genau. Genau. Ah, das ist, da habe ich die Goldmedaille bekommen für Monopol. Die haben mich gefragt für einen Künstlerbeitrag. Ich habe da einfach was zusammengestellt und habe nie Böses gedacht. Einfach schon wieder hinter mir. Eines Tages haben die gesagt, sie müssen nach Frankfurt, nach Berlin, Hamburg kommen. Und ich sage, warum? Ich kann nicht. Ja, machen Sie dann wenigstens ein Video. Und da habe ich ein Video gemacht, wo ich da Dankeschön sage. Weil ich hatte die Goldmedaille für den meinen Beitrag bekommen. Und es waren wirklich großartige Leute im Rennen. Der Wolfgang Thielmanns, Jürgen Teller. Was hast du noch gekriegt außer einer Goldmedaille? Nichts. Nichts. Wie üblich. Nichts. Und
Eigentlich machen wir immer meistens mit, das ist für eine Grafikerveranstaltung, da bekam man ein Plakat, man muss was machen mit dem. So habe ich die gefragt, mach doch was. Aber sie waren, glaube ich, nicht so begeistert. Also die Veranstalter. Hm. Und da meinen alle, wer war das? Diese schönen Beine, wo war das? Es war da vorne an der, im Schaufenster von, wie heißt das, dieser, wie heißt dieser, wo sie jeden Jahr die berühmten Modeschauen haben. Secret, Veronica's Secret, gibt es doch hier einen Laden. Oder wie heißt das? Victoria's Secret. Ja, genau, Veronica's Secret. Das war eine Schaufensterpuppe. Und es sieht aber, als ich das sah, da musste ich einfach zuschlagen. Gut. Genau, auch hier muss man zuschlagen, Bewegung. Wenn die Leute schon mal was Besonderes machen. Das ist ja auch nicht jeder Tag so. Das war wieder leider in Zürich, da kamen sie diesmal, natürlich kam der Stylist wenigstens mit den Sachen von London. Und da habe ich hier die Freunde zusammengetrommelt, gingen wir in eine Gärtnerei und da hing dieses vom runter. Und da muss man natürlich auch was machen damit. Genau. Und das sind schöne, wie sagt man so, Pochettle. Das ist gut, das jetzt wieder am Anfang. Genau. Das ist das, was ich vorher sagte, wegen dem Transformer. Das habe ich wirklich 74 gemacht. War das? Ja, 72, 73. Genau. Und da wollte ich nicht nochmal, das können jetzt andere besser. Und das ist der Pips, der Ihnen allen gute Nacht sagt. Dankeschön, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Schön. Hat jemand eine Frage? Hat jemand eine Frage für Walter oder für Martin? Möchten alle gehen? ich habe vielleicht eine Frage. Du hast so manchmal erwähnt, irgendwie damals, wenn ich noch Künstler war oder und ich wollte fragen, ob du wirklich da einen Unterschied siehst zwischen diesen beiden Tätigkeiten oder wo gibt es dann diese Trennung überhaupt? Eigentlich gibt es die gar nicht. Ich sage die nur, für gewisse Leute gibt das eine Trennung. Für mich überhaupt nicht, weil das lieben die nicht. Das haben sie schon früher nicht geliebt. Wenn man sagen will, man macht Plakate, man muss doch nur das machen. Also früher war es, jetzt ist es anders. Oder man macht ein Theaterstück. Oder nein, das geht doch nicht. Ich wollte immer, wie jetzt diese Phase mit diesen Fotos, eigentlich hat das von mir nichts geändert. Auch der Agent hatte gesagt, sie haben nur immer Künstler genommen, weil in dieser Agentur niemals reine Fotografen, also eigentlich, sie haben den Nachlass von Mapplethorpe zum Beispiel, die hatten Tim Walker und so weiter. Aber eigentlich für mich ist das nie eine Frage, aber es gab so Leute, so böse Stimmen, die das natürlich denken, das gibt jetzt nur noch ein Werbefotograf, was ich ja gar nicht bin, was ich gar nicht, ich habe nur APC, nur, das macht man dreimal, ich habe es viermal gemacht, aber es war nur, weil es zu mir gepasst hat. Ich könnte jetzt nicht Nestle oder VW oder was haben wir noch? so diese, das ist nicht mein Bier. Ich mache nur Sachen, oh ja, das passt irgendwie. Und das ist nicht viel eigentlich. Ja, das war's. Ich wollte kurz noch sagen, dass es jetzt im Haus extrem viele Eröffnungen gibt. Also ihr könnt einfach ein bisschen rumlaufen und überall ein Glas Wein holen und
Kunst schauen. Ja. Also vielen Dank, Walter. Danke. Und Martin. Ciao.